come and get it. Hallo Leute, hier ist mal wieder euer Peter Mupfel mit einem neuen Special Report von GTA Online. Heute möchte ich euch gern zeigen, wie man in GTA Online legal mit Autos Geld verdienen kann. Und zwar indem man Sentinels einsammelt und sich in die Garage stellt. Hallo? Seht ihr mal, hier oben ist es, in dem Karree fährt man rum, da ist der Clip Tower. Und hier, wie gesagt, in dem Karree fahre ich immer ringsrum und da wird er immer gespawnt zwischen 22 und 4 Uhr morgens. Nach 4 Uhr habe ich ihn eigentlich nie mehr gefunden. Früher kann man finden, bisschen flexibel sein, mal ausprobieren. Ach, Showmaster will mit? Okay, steig ein, mein Guter. Gut, wir fahren jetzt da hoch und wie gesagt, das ist, nur ein, ich nenne es mal einen Trick, wer das weiß, ist ein kleiner Trick. Man verschafft sich keinen persönlichen Vorteil, weil jeder Spieler kann die Sentinels sich in die Garagen stellen. Das ist nichts Schlimmes, das ist erlaubt, das ist wahrscheinlich sogar so vorgesehen, sonst wären die zwei Wagen nämlich nicht hier oder würden nicht gespawnt werden. Dabei handelt es sich übrigens um einen blauen und einen gelben Sentinel, mit denen die wir uns in die Garage stellen können. Wenn man überlegt, gehen wir von einem Schnitt von $14.000 aus, ich zeige euch nachher, was die einzelnen wert sind, dann hat man immerhin bei einer vollen Garage ein $140.000 gemacht. Auch nicht schlecht. Und man hat was zu tun und es macht Spaß. Guckt, jetzt ziehe ich den Kerl aus seinem Auto raus, setze mich rein, mach aber einen Fehler und gebe meinen persönlichen Wagen jetzt frei für den Showmaster, dass der ihn fahren kann. Natürlich kommt in der Zwischenzeit der Fahrer zurück und sagt, was machst du in meinem Auto, und schmeißt mich wieder raus. Jetzt kann ich mich mit dem ein bisschen prügeln. Naja gut, ist auch nicht so schlimm. Und ja, die kriegen auch ein paar, was gucken sie dann blöd zu. Oh Gott, jetzt artet das Ganze aber aus, ich will doch nur ein Auto klauen, nicht verkaufen. Ich will doch nur klauen, die Garage stopfen. So, ich bin ja, wie gesagt, jetzt unterwegs in den Clip Tower. Ich habe mir extra da noch eine Garage geholt, oder wie ihr seht, sogar zwei, damit ich nicht allzu weit weg habe, wo die Sentinels gespawnt werden. Ihr könnt das übrigens in jeder Garage machen oder mit jeder Garage, müsst dann halt nur ein bisschen weiter fahren. Abgesehen vom Tinsel Tower natürlich. Okay, jetzt habe ich den reingestellt, renne wieder raus. Und, wo ist er dann? Da ist er! Und schnappt mir wieder mein Auto. Dankeschön, Herr Showmaster. Und fahr wieder los und such weiter Autos. So lang, bis die Garage voll ist oder ich in meinem Fall diese Karin Rebels wieder aus der Garage draußen habe, die ich mir dummerweise mal da reingestellt habe, aus was für Gründen auch immer. Die will ich loswerden, die tausche ich jetzt aus gegen Sentinels. Na, ihr könnt euch eine leere Garage voll machen. Guck mal, da ist ein gelben. Da bleibst du stehen. Da schnappe ich mir jetzt mal den gelben und fahre den in die Garage rein. Aber ich finde das wirklich schön gemacht von Rockstar. Also manchmal haben sie ja gute Ideen und dann stellen sie sich wieder so an wie, mit den Money Glitch. Also ich finde das ein bisschen wirklich heftig. Die eine Videos, die begrüßen sie und die andere, die verteufeln sie und da sorgen sie dafür, dass Leute teilweise ihre Existenz verlieren. Ist schon der Hammer. Nun gut, gehen wir mal wieder hier zurück. Ich habe gemerkt, dass die Wagen, wenn keiner drin sitzt und man fährt ein Straßenfahrzeug in die Garage, die Garage gespawnt werden. Also habe ich mir gedacht, okay, dann tue ich den Sentinel vom Wizen Tower hier hoch. Dann habe ich den jedes Mal hier und brauche da nicht extra den zu bestellen. Wie ihr gesehen habt, habe ich mittlerweile die Garage ziemlich voll mit Sentinels. Und da ist schon wieder einer. Und der letzte Karin Rebell, den tausche ich jetzt auch noch aus. Gegen den blauen hier, wie schön. Okay, und dann kann ich die Dinger, wie gesagt, alle 45 Minuten... Ach, Spatenkamm, hoi. Aber nicht schlecht. Jetzt tausche ich den gegen den letzten Karin Rebell aus und dann zeige ich euch, was die wert sind, also die blauen und die gelben, damit ihr das mal sehen könnt. Ich verkaufe den jetzt natürlich nicht, den gelben, Begründung, weil ich will euch ja noch zeigen, was der blaue wert ist. Und ihr wisst ja, wenn ich den jetzt verkaufe, zeigt er mir keinen Preis mehr an, ne? Nach dem Motto, sie brauchen im Moment kein Auto und so, ne? Ja, ihr seht's,
Der Wagen, der bringt doch sein echtes Geld, kann mir doch nichts sagen. So. Und dasselbe hier bei dem blauen. Ich glaube, für den gibt es sogar 17.000 und ein paar gequetschte. Da seht ihr es. Na also, den kann man auch verkaufen. Oder man kann behalten, aufrüsten, wenn ihr ein schönes kleines Auto wollt. Ich finde ihn hervorragend. So, jetzt renne ich mal los. Eigentlich wollte mich der Spankamp abholen. Das tut er auch. Dankeschön, Alter. Jetzt gebt mir das Ding frei. Aha, geht doch. Und dann fahren wir mal los. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Habt viel Spaß. Und wir sehen uns das nächste Mal beim nächsten Peter Muffel Video. Macht's gut, Leute. Ciao.